was amazing food. Amazing food. Sie scheint sich amüsiert zu haben. Ja. That was great, but I've really got to get back. Ihr seht, Necrophilia is too far, even for me. Wir sind mit Katie unterwegs und ich weiß gar nicht, was das immer ist, aber in den Videos sieht sie immer aus, als ob sie ein Neandertaler wäre. Da ist irgendwas um die Augen rum falsch. Und ich habe mich ein bisschen mit ihr herumgetrieben, um den Status mit ihr zu verbessern. Alter, komm mal her. Knutschen! Ah! So, und ihr seht, wir sind jetzt tatsächlich richtig fest zusammen. Bitte? Und ich wollte euch das nur deshalb zeigen, damit ihr auch mal gesehen habt, was es bringt, eine Freundin zu haben oder sich um sie zu kümmern. Wir müssen das später sowieso noch im Laufe einer Mission mit einer anderen Frau machen. Aber ich dachte mir, mit Katie kann man das mal schnell machen. Denn einerseits können wir auf die jeweiligen Autos der Frauen zugreifen. Und ihr seht, in diesem Fall ist es ein interessanter Leichenwagen. Und andererseits haben die immer irgendwelche Besonderheiten. In diesem Falle ist es eben, dass wir hier immer reanimiert werden können, kostenlos. Und da wir ein bisschen uns schon mit ihr herumgetrieben haben, lässt sie uns auch in ihre Hütte rein. No problem. Mach deine Lenden bereit für Liebe. Go on, Carl, give it to me. Oh, Carl. I never understood the phrase meaning of sex. You are a man and a lover. Na, die klang ja wahnsinnig aufgeregt dabei. Fortschritt bei Katie ist jetzt sehr schön. Wir haben erstaunlich viel Fett angesetzt. Meine Güte, naja, weil wir jetzt halt ständig mit Katie essen waren, beziehungsweise ich. So, und wir nehmen uns mal den spannenden Leichenwagen, der tatsächlich eine Leiche hinten drin hat. Das finde ich schön. Ist ja auch nicht immer der Fall. So, und mit diesem liebestechnischen Erfolg würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu Zero, denn wir haben immer noch so ein, zwei Missionen hier in San Fierro zu erledigen, bevor es dann aus der Stadt rausgeht. Auch wenn der Hauptteil der Aufgaben hier mittlerweile schon durch ist. Wir haben ja beim letzten Mal das Locust Syndicate auseinandergenommen. Und Rusi haben wir auch abgearbeitet. Den werden wir dann aber woanders wiedersehen. Weg da! So, der Leichenwagen ist jetzt natürlich nicht gerade die geilste Karre, wenn es so um Fahrverhalten und sowas geht. Aber das ist tolerierbar, denn er hat Stil. Der Sportwagen, den ich vorher gefahren bin, der Bullet, den gibt es übrigens an dem Burgershot ganz in der Nähe von Katie immer auf dem Parkplatz. Der ist immer verfügbar dort. Auch immer in der gleichen Lackierung. Weiß nicht, ob das wirklich so gewollt ist, aber auf jeden Fall steht er da immer. Und das ist ganz praktisch, wenn man mal auf die Schnelle einen Sportwagen braucht. Denn dort findet man eben immer einen. So, da sind wir wieder zurück. Ach ne, ich wollte ja erstmal Zero machen, fällt mir gerade ein. Mittlerweile habe ich dann auch mal geschaut, wie ich bei Flugzeugen hoch und runter lenken kann und so. Also ich glaube, das war nicht so richtig belegt gewesen. Da stand zwar auf und ab dran, ich habe aber keine Tasten gefunden, die das Kriterium so wirklich erfüllt haben. Ich habe dann mal Bild auf und ab benutzt und die da drauf gelegt. Das sind aber andere Tasten gewesen. Also jetzt ist es jedenfalls belegt. Yay, Brazilian Waxing, das ist doch mal was. Wollen wir da mal lieber hingehen? Ah ne, komm, Pflichtgefühl, lieber zu Zero. New Model Army. Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither! Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good.
Let battle commence! Na gut, wir schauen mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Okay, das scheint schon mal zu funktionieren. Mit den Tasten, die ich so aufgelegt habe. Aber mal sehen, ob das halbwegs passt, auch wenn ich jetzt hier immer hin und her wechseln muss. Denn ich bräuchte jetzt im Prinzip 3 Hände, um das Ding gut zu steuern. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Welches Barrel? Achso, da vorne. Das musst du mir doch sagen. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier tun soll. Ich muss ja halt erstmal das Ding auschecken vom Fliegen her. So, dann schauen wir doch mal. Fliegt sich geil. Muss ich was tun oder kommt es von alleine dran? Carl, I'm blocked. Ja, sag mir mal, was ich machen soll. Ah, alles klar. So, das hätten wir. Kein Problem. Ist halt ein bisschen umständlich, weil ich immer mal mit meiner rechten Hand zwischen der Bild-Auf-Ab-Taste, mit der ich jetzt vor- und zurück steuere, und der Maus, mit der ich den Magneten bediene, wechseln muss. Das ist jetzt nicht so praktisch, aber geht schon. Hab schon Schlimmeres erlebt. Oh, was war das? So, der Herr darf weiterfliegen. Das Fass macht einen Abgang. Okay, jetzt bräuchten wir wahrscheinlich Bretter und ich ahne... Genau, ich ahne, wo es sie gibt, nämlich in der Basis, also schnell zurück. So, ich glaube, die Mission war halbwegs okay zu lösen. Mensch, was ist denn los hier? Warum hackt's denn so? Die Mission war, glaube ich, halbwegs okay zu lösen. Die mit dem Flugzeug, die habe ich wirklich weitaus schlimmer in Erinnerung. Schauen wir mal. Aber ich muss sagen, auf dem PC ist es halt immer noch mal was anderes. Ich habe das zwar schon mal auf dem PC gespielt, das Ganze, aber meine hauptsächlichen Erinnerungen an GTA... Halt die Klappe! Meine hauptsächlichen Erinnerungen an GTA San Andreas sind eben auf der PlayStation. Und da... Alter, du nervst mich. Und da ist die Steuerung von Hubschraubern und von Flugzeugen halt weitaus einfacher. Weil man eben einfach nur den Controller in der Hand hat und das macht's eben wirklich einfach. Na sag mal, was ist denn los hier? Was leckt denn hier immer so? Komm her! Ja, jetzt geht's los! Berkeley's Tigers sind dran! Ah, ich muss hier immer, wartet mal, ich muss hier mal komisch hin und her jonglieren zwischen den drei Feldern, wo ich jetzt hier agiere mit meinen Fingern. Aha. So, dann wollen wir das Ding nochmal fallen lassen, wa? Und plumps. Hahaha. Lebt da noch der Bandit, der Panzer? Was? Der lebt noch? Echt jetzt? Na sag mal. Ich glaube, das könnte doch ziemlich eng werden diesmal. Ach, ich glaube, das liegt an mir, weil ich diese seltsame Tastenkombination habe. Also diese Lags zwischendurch, die sind gar nicht wirklich Lags, sondern ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass die Tastenkombination, die ich gewählt habe, irgendwas auslöst. Keine Ahnung, wahrscheinlich mache ich irgendwelche Fotos oder so, ich weiß es nicht. So, mein Bandit ist bald hinüber, sehe ich gerade. Ja, ich weiß. Ah ja, das ist immer, wenn ich nach vorne steuere und dabei nach unten drücke. Oh my god. Berkeley shot this bandit up pretty good. Wow. Ach, ich habe mehrere Goblins. Das ist schön. Das ist ja schon mal was. Ich hoffe, du hast auch mehrere Bandits. Carl, this bandit's nearly had it. Ich weiß, ich weiß. Lass mich doch mal kurz hier die Sache erledigen. There's another cursed barrel in the way. Ich komm ja schon zur Hilfe. So. Dann nehmen wir mal eins der Fässer zur Seite. Halt die Klappe, ich mach das ja schon. So. Wieder nach unten. Shitskis! Carl, this bandit's nearly had it. Ja, ich weiß, ich weiß. So, wie sieht's denn aus hier? Technisch. Technisch. Raumtechnisch. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Ja, ich bin schon dabei. So.
Oh my god. Berkeley shot this bandit up pretty good. Ah, verdammt. Kann ja keiner ahnen, dass hier schon der nächste Panzer steht. Ja, ich glaube, den Bandit wird's wohl erwischen. Ich hoffe mal, er hat noch mehr davon. Carl, this bandit's nearly had it. Ich weiß. You let Berkeley blow up my bandit. No. Berkeley, I still have two bandits left. Na, das ist gut. Das wird die Sache für mich ein bisschen einfacher machen. Bloß zeitlich müssen wir halt schauen. So viel Zeit ist nämlich nicht mehr. Kannst du mal die Kamera drehen? Danke. So, fliegen wir mal den... Ah! Den direkten Weg. Dieser blöde Heli, der wird mir jetzt wahrscheinlich die Brücke da wegnehmen. Sehe ich schon kommen. Ah, da hat man schon wieder Fässer hingeschmissen. Ich muss aber erstmal hier ganz kurz... Ja, ja, ja. Die Bombe platzieren. Oh! Ah, diesmal hat sie ihn auch richtig erwischt. Es geht also auch mit einem Schuss. Mensch, ich muss mir abgewöhnen, die beiden Tasten zusammenzudrücken. Carl, move that obstruction. Moment. Ich muss erstmal ganz kurz hier drüben noch aufräumen. Halt. Carl, I'm blocked. Ich weiß. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, denn ich teile deine Obsession für diese seltsamen Spielzeuge nicht. There's another cursed barrel in the way. Oh, jetzt krabbelt auch noch mein Zeigefinger. Das ist ja toll. Oh, ich muss eigentlich mal kurz kratzen. Ich habe gar keine Zeit dafür. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Alter, halt die Klappe. Du gehst mir gerade ziemlich auf die Nerven, weißt du das? Curse you, Berkeley. So. Carl, move that barrel. Fass Nummer 1. Halt, falsche Taste. Ich glaube, die Tastenkombinationen sind wirklich nicht günstig, die ich mir gewählt habe. Carl, move that obstruction. Aber es lässt sich halt auch blöd machen auf der Tastatur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So. Ich glaube, ich muss mal ein Brückenteil holen. Oh Gott, die Zeit. Wir werden es nicht schaffen. Ich sehe es schon. Komm, wir werden es nicht schaffen. Das werde ich dann wahrscheinlich nochmal wiederholen müssen, das Ganze. Aber das war jetzt auch so ein bisschen zum Eingewöhnen. Das ist halt alles, naja, nicht so geil. Zieht sich sehr in die Länge und kann halt schnell dann auch schief gehen, wenn die Zeit nicht reicht. Ach Mann, diese blöde Tastenkombination, die ja immer dann irgendwas auslöst. So, nächste Brücke, nächstes Fass weg. Ja. Auch dieses Fass kommt zur Seite. Und dann holen wir mal... Ach, es bringt sowieso nichts mehr. Ich kann es eigentlich schon aufgeben. Weil er so langsam auch fährt. Was willst du machen? Dann müssen wir die ganze Sache halt nochmal beginnen. Wunderschön, nicht wahr? Failure. I only hope you're happy, Carl. Halt einfach die Klappe, Zero. Zero. Das ist sein Name, ja. Es ist eine absolute Rotzmission, aber wir machen sie natürlich gleich nochmal. Das Video kennen wir bereits. Behold! Ja. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across No Man's Land. Oh, er nervt mich. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any way you can. Ich kenne das schon. Lass mich machen. He must leave San Fierro for good. Let battle commence. Ja. So, dann wollen wir direkt mal mit einer Bombe starten, würde ich sagen. Wir kennen ja jetzt das Spiel. Und wir kennen auch diese seltsamen scheinbaren Lags mittlerweile. Na komm. So, und dann wollen wir mal schauen, wo ist denn hier der erste Carl, Panzer? Don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Halt die Klappe, ich muss erstmal hier drüben den Panzer wegräumen. Wo ist denn der? Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. War da nicht gerade noch einer? Ach, wartet mal. Ich will erstmal kurz die Bombe loswerden. Ach, hier hinten war das erst. Ach, Schande. Ich dachte, das wäre viel näher gewesen. Carl, I'm blocked. Ich weiß. Lass mir erstmal ganz kurz die Bombe werfen. Reicht. Jawohl. Das sieht gut aus. Und wir betätigen uns wieder als Fassweckräumer. Curse you, Barrels! So, dann wollen wir mal. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. Ich räume erstmal das hier weg.
Zack. So, und dann können wir uns auch um das hier drüben mitkümmern. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Dieser Kerl geht einem mit der Zeit so unfassbar auf die Nerven. Also, Zero ist echt einer der unsympathischsten Charaktere, die man auf seiner Seite mit hat. Ach, Mensch. Immer wieder. Findest du das Ding? Och, Mann, musst du echt das drüber fliegen? Manchmal musst du die Finger hin und her wechseln, das nervt. So, wir brauchen jetzt irgendwo ein Brett. Mal schauen, wo. Ah, davon ist es ja. Passt soweit. So. Brett hin. Das Fass nehmen wir weg. Halt hier vorne. Berkeley's using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Ja, der Tank ist doch schon längst weg. Den haben wir doch schon aus dem Verkehr gezogen. Aber ich gehe gleich die nächste Bombe holen, um auch den anderen Tank noch wegzuräumen. Diesmal wollen wir nicht riskieren, dass der Bandit wieder explodiert und der Typ wieder von vorne anfangen muss, denn er fährt so langsam, dass es dann eh nichts mehr wird. So. Wirf die Bombe jetzt auf Berkeley's Tiger. Halt, wo fliege ich denn hin? Was ist das eigentlich für eine Halle hier, wo wir sind? Also, wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. So, ist davon auch ein Panzer? Nein, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der nächste ist wirklich... Ja, ich weiß. Der nächste ist, glaube ich, wirklich der hier. So, dann lass mal schauen. Sollte so passen? Ja, funktioniert. Hui. Ich muss aufpassen, dass ich nicht explodiere wieder. Carl, I'm blocked. Ja. Er ist mal wieder blockiert. So. Du sollst mal zur Thai-Massage gehen, die lösen dir deine Blockierung im Chi. So. Away with the fuss. Wie sieht's denn aus? Wir könnten eigentlich mal wieder eine Bombe holen, oder? Ach nee, ich muss erstmal da drüben die Brücke holen. Ach Gott, wer baut denn hier diesen Felsen in den Weg? So, 4 Minuten, 4,5, das sieht diesmal ein bisschen besser aus. Auch weil ich diesmal natürlich, dadurch, dass ich die Strecke jetzt wieder kenne, auch ein bisschen vorausschauender agieren kann. So. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Sei still. Ich hab's schon alleine rausgefunden, was ich tun muss, ja? So, wir sind auf dem Weg. Erstmal diese Brücke wiederherstellen und dann liegt sowieso irgendwo erstmal wieder ein Fass im Weg, damit dem Bandit nichts passiert. Get me a plank to cross that river. Ich bin schon da. Ah, nicht doch. Gleich nochmal versuchen. Carl, there's no bridge. Könntest du bitte die Klappe halten? Du nervst mich ohne Ende, Zero. So, da hast du deine blöde Brücke. Du bist lästig. Okay. Bombe, Bombe, Bombe. Könnt ihr verstehen, warum ich die Zero-Aufgaben nicht leiden kann? Die sind halt einfach irgendwie der absolute Hass. So. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Auf zum nächsten Panzer. Den werden wir erstmal aus dem Verkehr ziehen, bevor wir hier wieder irgendein Fass wegräumen. Halt die Klappe, ich habe meinen eigenen Plan. So, das sollte dann auch der letzte Panzer sein, soweit ich das sehe. Carl, I'm blocked. Noch ein Stück vor. Und sollte passen. Oder? Jawohl. Okay, räumen wir die letzten Fässer weg und dann haben wir es, glaube ich. Denn das müsste der letzte Panzer gewesen sein und wir haben auch keine Brücken mehr zu machen. Gib mal das, gib das, hast du ja. So, und dann bin ich das dumme Gesülze von dem Kerl endlich los. Meine Güte, ist der nervig. Curse you, Berkeley. Carl, curse you, Berkeley. Halt die Fresse, mach doch mal irgendwas alleine, wie wär's damit? Du hättest ja auch, wenn du so ein Genie bist, mich dieses blöde Ding fahren lassen können und du... Was macht er hier eigentlich? Und du übernimmst stattdessen den Heli. Nein, ich muss wieder die schlimme Aufgabe machen. So, sollte reichen, oder?
Die anderen liegen eh alle daneben. Ja. Sieg! Ach, wie schön. Berkeley, you, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my town! Carl, you are all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Endlich! Zeros Laden erworben! Dieses Objekt generiert aber jetzt Einkünfte von bis zu $5,000. Holt ihr das Geld regelmäßig ab? Ich bin so froh. Ah, Zero ist erledigt. Also, Zeros Missionen sind erledigt. Und ich sollte vielleicht nicht gerade auf der Schiene stehen, wenn hier die Cable, wenn hier das Cable Car kommt. Lass mal, komm, lass den nehmen. Ist eigentlich auch egal. So, und damit können wir uns auch endlich wieder Missionen widmen. Also, richtigen Missionen. Das ist ja hier Kinderkram gewesen.